Nachdem Anfang 2001 meine Wege mich nach Wuppertal führten und ich dort mit meiner Lebensgefährtin Claudi und dem Sohn zusammen unsere zweite gemeinsame Wohnung bezogen, traten circa ab 2003, 2004 vermehrt unerklärbare Phänomene auf. Bevor ich nun auf die Phänomene eingehe, kurze Daten zur Wohnung. Das Haus stammte aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts und stand alleine, also kein angrenzendes Wohnhaus, lediglich eine Werkshalle, die aber nur bis zur ersten Etage reichte. Die Außen- und Innenwände waren recht dick gemauert, keine Rigipswände. Im Haus befand sich eine Holztreppenkonstruktion. Wir bewohnten die gesamte obere dritte Etage. Das sind zwei zusammengelegte Wohnungen gewesen. Über der Wohnung befand sich der Speicher mit Holzdielenboden mit kleinen Abstellkammern in den Dachschrägen. Der Speicher wurde auch zum Wäschetrocknen benutzt. Die Wohnungstüren waren noch original bzw. mindestens aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Altersbedingtes Quietschen und Knarren beim Öffnen und Schließen, ebenfalls bei den Zimmertüren, auch wenn diese regelmäßig geölt und geschmiert wurden, traten auf. Die beiden Wohnungstüren hatten noch Glaseinsätze, sodass man sehen konnte, ob jemand vor der Wohnung stand oder nicht. Aufgrund der Deckenhöhen konnten wir im Schlafzimmer unsere Schlafetage, also Hochbett, aufbauen. Lediglich im Schlaf sowie dem angrenzenden Arbeitszimmer war Teppich ausgelegt. Im Rest der Wohnung bis auf die beiden Badezimmer Laminat, sonst Fliesen. Gefeuert wurde in den meisten Zimmern mit Einzelgasöfen. Wir lebten dort mit unseren drei Katzen, eine von denen, Batida, war sehr auf mich fixiert. So viel nun zur Wohnung und dem Haus. Dort lebten wir bis ca. 2009. Nun aber zu den eigentlichen Vorkommnissen. Wie in so alten Gebäuden und Wohnungen treten immer wieder Knackgeräusche auf, die auf das weiterhin arbeitende Holz geschoben werden können. Jeder, der mal in einem Altbau mit Holzdielenboden gelebt hat, kennt den Unterschied zwischen arbeitendem Holz, also dem Knacken, und dem Geräusch, wenn etwas darüber geschoben wird bzw. jemand darüber läuft. Eines Nachts, wir lagen im Bett und die Sendung Domian fing gerade an, also so kurz nach 1. Hörten wir plötzlich mehrmals hintereinander Geräusche, als wenn jemand einen schweren Eichenschrank direkt über uns auf dem Speicherboden umherschieben würde. Claudi und ich waren sehr erstaunt. Keiner von uns beiden dachte damals darüber nach, auf den Speicher zu gehen. Aus heutiger Sicht würde man sofort die Gerätschaften nehmen und hochgehen. Wir hatten aber den Vorteil, dass unsere Schlafzimmertür halb offen stand und sich leicht schräg gegenüber einer der beiden mit Glas versetzten Wohnungstüren befand. So plötzlich, wie das Geräusch auftrat, verstummte es auch. Wir beobachteten daher beide die Geräusche und Lichtverhältnisse aus dem Treppenhaus und man hörte weder Schritte im Treppenhaus noch wurde dort Licht angemacht. Auch kein Schein einer Taschenlampe war zu sehen. In einer anderen Nacht musste Claudi nochmals ins Bad und ging von der Schlafetage runter, überquerte den Flur und rüber ins Bad. Als sie circa 5 Minuten später wieder zurückkam, blickte ich sie an und sie sah aus, als hätte sie sprichwörtlich einen Geist gesehen. Sie berichtete mir, dass als sie eben ins Schlafzimmer zurückkehren wollte, sich zwischen dem Bad und dem Schlafzimmer eine Art Nebelkugel befand, von der Größe etwa wie der Durchmesser eines Autoreifens. Sie konnte keinerlei Struktur oder Ähnliches erkennen. Es war allenfalls hell und sie fasste den Mut zusammen und ging hindurch. Wir schauten nach wenigen Minuten zusammen nochmal nach und da war nichts mehr. In der Zeit danach fingen wir an, im Internet nach derartigen Phänomenen zu googeln. Auch wurde dadurch mein damaliges Interesse am Paranormalen wieder erweckt. Ich meldete mich in einschlägigen Foren an und stieß zunächst auf Gehör, aber wirklich Anregungen oder Ideen erhielt ich keine. Mir fällt in dem Zusammenhang nur ein, dass ein User mir sagte, dass wir ein Wetterphänomen in der Wohnung hätten. Daher könnte sich eine Wolke gebildet haben oder gar es wäre eine Kugel aus Zigarettenqualm, der sich sammelte. Kleine Anmerkung, Claudi raucht zwar, aber nicht in den entsprechenden Zeitspanne in der Nacht, wo diese Kugel auftrat. Auch nahm ich weiter später, nach weiteren Vorkommnissen, Kontakt mit dem Freiburger Institut auf, nur leider geschah nichts. Als mögliche Ursachen las man über mögliche Dämonen, Kobolde, böse und gute Geister, Orts- bzw. personengebundene Geister und so weiter. Es gab schon sehr seltsame Theorien. Neben den beiden obigen
geschilderten Phänomenen kam es auch zu weiteren, sich teils knubbelten und dann wieder eine Zeit lang nichts geschah. Unsere Katzen fingen teils ohne sichtbaren Grund an herumzumauzen, fixierten auch im Winter bestimmte Punkte an den Wänden oder mitten im Raum, die Blicke kreuzten sich oder unterhielten sich regelrecht mit etwas, was nicht visuell zu erkennen war. Man saß im Wohnzimmer und hörte, wie die Wohnungstüre langsam aufging und dann wieder ins Schloss fiel. Dann hörte man Schritte, die sich in der Wohnung entfernten und manchmal noch eine Tür. Und wieder dachten wir, dass unser Sohn nach Hause gekommen ist. Ging zu seinem Zimmer, aber er war nicht da. Auch nicht im Rest der Wohnung. Kleine Anmerkung, fremde Personen hatten keinen Schlüssel zur Wohnung. Dieses Phänomen konnten wir alle in der Wohnung feststellen. Und es trat auch zu unterschiedlichen Zeiten auf, sodass man es an keiner Uhrzeit festmachen konnte. Also keine regelmäßige Wiederkehr. Da ich zu der Zeit zu Hause arbeitete, bekam ich die meisten Phänomene mit. Ich kann mich erinnern, dass ich mal morgens, nachdem ich Ludi zur Arbeit brachte und zurückkam, oben auf dem Treppenabsatz zum Speicher hin einen Schatten in Gestalt eines Menschen sah, der plötzlich nach oben verschwand, ohne Trittgeräusche zu verursachen. Auch kam es hin und wieder zu Kältestellen in der Wohnung, wobei diese auch baubedingt begründet sein könnte. Man fühlte sich auch immer wieder in der Wohnung an unterschiedlichen Stellen beobachtet, dies besonders im Arbeitszimmer, wenn ich am Schreibtisch arbeitete. Ein Gefühl, als ob jemand hinter einem stehen würde. Einmal nachts, als ich im Arbeitszimmer am PC arbeitete, ereignete sich Folgendes. Mein Schreibtisch stand seitlich am Fenster und der Monitor vom PC stand in der Ecke auf dem Schreibtisch neben dem Fenster. Es muss so gegen 2-3 Uhr gewesen sein, da Domian nicht mehr lief und ich hörte Batida, also eine unserer drei Katzen, immer wieder mauzen, mal seitlich, mal hinter mir am Boden. Ich blickte wie oftmals aus dem Fenster, um meine Gedanken zu sortieren, wenn ich an einem Projekt arbeitete. So auch dieses Mal und ich sah durch die Scheibe regelrecht etwas auf mich zufliegen. Aufgrund der vorhandenen Straßenbeleuchtung konnte man dennoch derartiges sehen. Und in dem Moment sprang Batida auf den Schreibtisch, stellte sich zwischen mir und dem Fenster und dem, was dort draußen war, und fauchte in die Richtung des Fensters. Daraufhin löste sich das dort draußen regelrecht auf. Ich war leicht erschrocken und verspürte nur den Wunsch, ins Bett zu gehen. Aber es ist ja nicht so, dass derartige Phänomene nur in unserer Wohnung geschahen, sondern in der gesamten Zeit, es ging über 1 bis 2 Jahre, auch in der ca. 35 Kilometer entfernten Wohnung meiner Mutter. Als wir mal zum Essen bei ihr waren, kamen wir auf das Thema Geister und Gespenster und erzählten ihr von unseren Phänomenen und dann fing sie an zu erzählen von unerklärbaren Geräuschen, auch mal flüstern. Uhren blieben stehen, ein Geräusch hin und wieder beobachtet zu werden, Zigarettenquallen, obgleich bei ihr nie geraucht wird. Manchmal meint sie auch, einen menschlichen Schatten in der Wohnung zu sehen, obwohl sie da alleine lebt. Angst hat sie keine. Auch träumte sie oft von ihren verstorbenen Eltern oder meinem Vater. Da sie recht religiös eingestellt war und ist, gab sie meinen Rosenkranz und Weihwasser mit. Ich tat ihr mal den Gefallen, obwohl ich persönlich nicht so an die Kraft von Rosenkranz und Weihwasser glaube. Wie auch zu erwarten war, brachten diese beiden religiösen Utensilien keine Abhilfe bei den Phänomenen. Aufgrund dessen, dass uns seinerzeit kein wirkliches gutes Mittel einfiel, um etwas fernzuhalten oder zu vertreiben, versuchten wir uns mit den Phänomenen zu arrangieren und sie wurden Teil unseres Lebens. Ängstlich gingen wir damit nicht mehr um. Meine Mutter schlief mal über Weihnachten bei uns im Wohnzimmer und sie berichtete uns dann, dass sie des Nachts das Klavierstück für Elise hörte. Kann Zufall sein, aber mitten in der Nacht? Sie hörte nur einmal dieses Lied. Davor und danach war nichts weiteres. Bei dem Musikstück handelte es sich um das Lieblingsstück meiner Anfang der 80er Jahre verstorbenen Großmutter mütterlicherseits. Und soweit ich weiß, war außer in unserer Wohnung kein weiterer Nachbar in den anderen Wohnungen zugegen. Wochen oder Monate später berichtete uns meine Mutter davon, dass sie des Nachts Besuch hatte von meinem Vater, ihren Eltern und ihrem verstorbenen Bruder, die sie mitnehmen wollten. Ihr ging es gesundheitlich nicht sehr gut an dem Abend bzw. dort in der Nacht. Und sie reagierte resolut und wollte nicht mit und sagte lautstark, dass sie verschwinden soll und auch, dass endlich bei uns Ruhe einkehren soll. Wie soll ich es sagen? Wir hatten dann, wenn es hochkommt, einmal im halben Jahr noch etwas, aber im Großen und Ganzen verschwanden die Phänomene. Ob
es wirklich etwas mit ihrem resoluten Verhalten bzw. Auftreten zu tun hatte, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Oder gar, dass sie in Verbindung mit den Phänomenen bei uns in der Wohnung stehen. Keine Ahnung. Aber die Möglichkeit könnte bestehen. Eine paranormale Untersuchung in unserer damaligen Wohnung wäre sehr sinnvoll gewesen. Oder wollte etwas, dass ich mich wieder dem Paranormal